Die Jagd nach Titel Nummer 5. Und das ist sein Kader. Seine Physis und sein Torriecher in der Kombination im deutschen Team einmalig. Mario Gomez, 32 Jahre, VfB Stuttgart. Mario Gomez hat, nachdem es ja in Wolfsburg für ihn überhaupt nicht lief, im Winter die offenbar top richtige Entscheidung getroffen und ist nach Stuttgart weitergewandert. Dort hat er wieder getroffen, hat sich auch als Persönlichkeit extrem eingebracht. Und das ist auch der Punkt, der Gomez stark macht. Ich habe ihn bei einigen Turnieren erlebt. Er ist eigentlich ein extrem umgänglicher Typ. Also auch wenn er auf der Bank sitzt, ist er keiner, der hintenrum schürt oder schlechte Laune verbreitet. Er sagt immer, es ist ein Geschenk für ihn bei der Nationalmannschaft oder bei so einem Turnier zu sein. Bei der WM 2014 ist er ja gnadenlos rausgefallen, nachdem er ewig lange verletzt war vor dem Turnier. Also Mario Gomez ist ein erträglicher Ersatzspieler und wenn er reinkommt, ist er im Strafraum doch einer, der Tore machen kann. Der Stuttgarter Stürmer könnte vor allem gegen tiefstehende Gegner wertvoll werden und mit seiner Erfahrung wichtig sein fürs deutsche Team.